an. Wie Puccinis Il Trittico, Mozarts Zauberflöte oder das Konzert des West Eastern Liban Orchestra unter Daniel Barenboim mit Lang Lang kostenlos im schönsten Open-Air-Kino der Welt zu erleben. Viel Vergnügen. Oper, Schauspiel, klassische Musik in dieser Atmosphäre der Salzburger Altstadt und das bei freiem Eintritt. Genuss pur für jedermann und jede Frau. Viel Vergnügen bei Ihrem heutigen Festspielabend. Ihr ORF Salzburg. Herzlich willkommen und einen
Thank you.
Scheint ihn zu erkennen. Ein Matrose drängt sich vor und klagt, dass er seit Jahren für den König sein Leben wage, aber vergeblich auf eine Belohnung warte. Frau Arvidsson prophezeit ihm Reichtum und Avancement. Gustav, der daneben steht, steckt dem Matrosen schnell eine Geldrolle zu. Als dieser in die Tasche greift und die Münzen findet, scheint wieder einmal die Unfehlbarkeit der Wahrsagerin bewiesen. Dann wird eine adelige Dame angekündigt. Gustav, der sich versteckt hält, erkennt in der Besucherin zu seiner Freude und Überraschung Amelia. Diese verlangt von Frau Arvidsson ein Mittel gegen das Gefühl der Liebe, welches sie seit Monaten beherrsche. Die Wahrsagerin rät Amelia, vor den Toren der Stadt auf dem Galgenhügel um Mitternacht ein ganz bestimmtes Kraut zu pflücken, dessen
Thank you.
Viertes Bild.
Im Haus der Ankerströms macht der Graf seiner Frau wegen ihrer vermeintlichen Untreue Vorwürfe. Ameliens Beteuerungen zwischen ihr und dem König habe es nur platonische Beziehungen gegeben, schenkt er keinen Glauben. Nicht an seiner Gattin, thank you.
Fünftes und sechstes Bild. Der König in seinem Arbeitszimmer. Er kann zwar seine Gefühle nicht abtöten, hat jedoch beschlossen, Ankerström und dessen Frau als Gesandte nach England zu schicken und unterschreibt das Dekret dieser Ernennung. So wird er Amelia nicht länger der Gefahr des Ehebruchs aussetzen. In einem Billett hat ihm die Gräfin zwar vor dem Besuch des Maskenballs gewarnt, aber Gustav will nicht als Feigling gelten und außerdem will er von Amelia Abschied nehmen. Also begibt er sich hinüber ins königliche Opernhaus, wo das